Gott hat den Menschen geschaffen und er hat ihm etwas extrem Starkes und Mächtiges gegeben. Nämlich einen eigenen, freien Willen. Der Mensch hat einen freien Willen und Gott respektiert diesen Willen. Und zwar so, dass der Mensch sich sogar entscheiden kann, ob er in Ewigkeit in einer Beziehung zu Gott stehen will, bei ihm sein will, im Himmel sein will oder nicht. Weißt du, wir können uns den Himmel nicht wirklich vorstellen. Er ist über alle Maßen genial. Ich habe ein Buch darüber geschrieben und ich lade dich herzlich ein, wenn dich das Thema Himmel interessiert, dir dieses Buch zu besorgen. Und ich glaube, du wirst dadurch sehr gesegnet werden, weil es darum geht, wie genial ist der Himmel, wie anders, wie sehr unser Verstehen übersteigend. Genauso im Negativen ist die Hölle auch unser Verstehen übersteigend. Die Hölle ist kein lustiger Ort, kein Ort, wo es interessant ist oder wo es irgendwie Party oder sowas ist. Die Hölle ist entsetzlich, über alles Maß entsetzlich, mehr als wir uns das vorstellen könnten, wie der furchtbarste Albtraum. Aber der Mensch hat einen freien Willen und er kann sich entscheiden, werde ich in Ewigkeit bei Gott sein oder in der Gottferne sein? Und Gott respektiert diesen Willen. Hier in diesem Leben geht es darum, unseren Willen dazu einzusetzen, wo wir die Ewigkeit verbringen werden. Der Wille ist unvorstellbar stark. Und keine, wie auch immer geartete Macht kann ihn, uns wegnehmen. Schau, es gibt immer wieder Menschen, die sagen, ich würde ja gerne, aber ich kann nicht. Weißt du, das ist Unsinn. Und ich möchte es dir mit einer biblischen Geschichte belegen. Du kennst bestimmt die Geschichte von der Befreiung des besessenen Gerasenes. Das war diese Story, wo die Dämonen in diese Schweineherde gefahren sind und dann die Schweine ins Meer gestürzt sind. Schau, Jesus kam an dem Ufer an, wo dieser Gerasener hauste. Und in der Geschichte zeigt sich, dass eine Legion Dämonen in diesem Menschen sind. Das war eine römische militärische Einheit mit etwa 5.000 bis 6.000 Mann. Das heißt, in diesem Menschen waren 5.000 bis 6.000 Dämonen. Jetzt sieht der Jesus kommen und er läuft auf Jesus zu. Er hat sich da mit seinem Willen zu entschieden. Was glaubst du, was diese 5.000 bis 6.000 Dämonen in diesem Menschen veranstalten? Alles in ihnen, alles, was sie haben, was sie können, versucht, diesen Menschen davon abzubringen, zu Jesus zu laufen. Sie versuchen, ihn sonst wohin zu bringen, aber wegzulaufen, in die entgegengesetzte Richtung, aber bloß nicht zu Jesus hin, weil sie wissen, das ist ihr Ende. Aber der Wille des Menschen ist so stark, dass er entgegen alles, all dem, was in ihm tobt, sich entscheidet, ich gehe zu Jesus und dort wird er tatsächlich frei. Und das gilt für jeden Menschen. Egal, wie stark eine Person gebunden ist, sie kann frei werden. Egal, wie sehr du in Depression steckst, in negativen Denken steckst, in irgendwelchen Sündhaftigkeiten steckst oder Süchten oder Zwängen oder was auch immer. Du kannst frei werden, wenn du wirklich willst und dich Jesus zuwendest. Das ist eine wunderbare Botschaft. Unser Wille kann vom Feind nicht übernommen werden und wird von Gott respektiert werden. Paulus schreibt darüber und er schreibt fast mit einem Aufschrei, denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Das ist genau diese Situation. Er ist in diesem Problem drin. Er will raus, aber da ist irgendwas, was ihn hält und was problematisch ist. Aber wenige Verse darauf sagt er schon, also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz
der Sünde und des Todes. Das heißt, in Jesus kannst du von diesen Problemen, in denen du gerade steckst und die dich in den Tod hineinführen werden, frei werden. Du kannst dich zu ihm wenden. Du kannst echte geistliche Freiheit erleben. Und dazu lade ich dich herzlich ein. Dein Wille ist etwas Kostbares. Nutze ihn, um hier in diesem Leben wirklich mit Jesus zu leben, in Freiheit zu kommen, in seinem Segen vorwärts zu gehen und in alle Ewigkeit bei ihm sein zu können. In dem Sinne glaube ich, Gott hat mehr für dich.